Gut, ich möchte in dem vorliegenden Fall die endodontische Zugangskavität zeigen, wie wir sie präparatorisch anlegen muss, an einem scheinbar wirklich einfachen Zahn. Ein Oberkiefer-Eckzahn zählt zu den einfachsten Zähnen für die Wurzelkanalbehandlung. Unsere Aufgabe wird also sein, die Zugangskavität zu kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren in den Bereich der Inzisalkante, um genau in den palatinalen Wandbereich hineinzukommen und genau sehen zu können, wo denn dieser Abzweig tatsächlich stattfindet, um vollständig das Kanalsystem instrumentieren zu können. Das wird jetzt die Aufgabe sein. So, ich habe hier schon den Kofferdamm angelegt an dem Zahn 1,3. Was man hier schön sehen kann, das ist eigentlich schon eine sehr entsprechend der äußeren Form der Zahnkrone korrekt angelegte Zugangskavität präpariert wurde. Wir werden also jetzt den Verschluss entfernen. Das Herausschneiden von derartig harten Sielern gelingt meist mit Wurzelkanalinstrumenten nicht. An den Stellen, wo es nicht so einfach ist, muss man gegebenenfalls Modifikationen in der Nutzung von Instrumenten vornehmen. Besser ist es natürlich, mit Ultraschall unter Sicht diesen Sieler schrittweise abzutragen. Wieder spülen. Hier geht es bei der Spülung um zwei Sachen. Einerseits Desinfektion, andererseits Erhaltung einer optimalen Sicht in den tiefen Regionen des Wurzelkanalsystems durch das Entfernen Präparationsstaubes. So, da haben wir einen schönen Blick in den Wurzelkanal. Also, ich denke, da wird es eine geringfügige Begradigung im apikalen Anteil trotz alledem gegeben haben. Mein Bestreben besteht jetzt darin, diesen extrem weit apikal sich abspaltenden Anteil noch einmal darzustellen. Inwieweit dieses Instrumentieren der Tiefenaufteilung klinisch eine Rolle spielt, ist ungewiss.